Wie gut ist die Texture Paste Box o' Bollocks von der Brand Evo? Starten wir wie immer mit der Verpackung. Ich finde, wir haben hier eine interessante Verpackung, anders als alle anderen, was ich an dieser Stelle erstmal gut finde. Wir haben hier so einen eckigen Tiegel, habe ich in dieser Form noch nie so gesehen, aber relativ unhandlich, deshalb wieder ein bisschen Punkt Abzug. Kommen wir zum Geruch. Wir haben hier einen sehr dezenten, wachsartigen Geruch. Finde ich jetzt nicht mega nice, finde ich auch nicht mega schlecht, relativ neutral. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 60% der Inhaltsstoffe sind gut, 40% leider nicht. Kommen wir zum Claim des Produktes. Der Hersteller wirbt, dass man mit diesem Produkt auf jeden Fall ordentlich Textur bekommt. Man hat einen hohen Halt und dieses Produkt soll ein mattes, natürliches Finish verleihen. Ob das wirklich stimmt, das checken wir jetzt mal aus. Meine Vorhaarfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Machen wir weiter mit dem Produkt und zwar mit der Konsistenz. Das Produkt, als ich es aus dem Tiegel herausgenommen habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass es eher so ist wie eine feste Creme. Ja? Aber man kann sagen, dass das Produkt auf jeden Fall auch noch als Paste durchgeht. Kommen wir zum Auftragen des Produktes. Das Produkt lässt sich gut in den Händen verteilen. Wenn man das in den Händen verteilt, dann sieht man das auch ganz gut, dass es eher aussieht wie eine Creme. Wenn man das dann länger verreibt in den Händen, dann verschwindet das Produkt auch wirklich rückstandslos, was auch genau so sein soll. Allerdings muss ich sagen, das Produkt ist etwas klebrig. Damit hätte ich nicht gerechnet. Kommen wir zum Styling. Ich habe meine Haare als allererstes mal etwas angefeuchtet. Dann habe ich ein, zwei Drops Arganöl in die Haare eingearbeitet, meine Haare ein wenig zurechtgeföhnt mit der Skelettbürste und dann ging es erst los mit dem eigentlichen Styling. Heißt, ein kleines Pre-Styling habe ich vorher noch gemacht. All in all ging das Styling auch ganz gut von der Hand, aber das Produkt härtet relativ schnell ein. Deshalb empfehle ich euch, wenn ihr so ein Produkt benutzt, dass ihr auf jeden Fall auch vorab ein Pre-Styling macht. Meine Nachhaarfrisur sah dann wie folgt aus. Machen wir weiter mit dem Halt. Es wird geworben mit einem starken Halt und ich kann einen soliden, guten, fast auch starken Halt hier an dieser Stelle bestätigen. Also ich habe an dieser Stelle kein Haarspray mehr benutzt, um meine Haare zu fixieren und war mit dem Halt all in all ganz zufrieden. Kommen wir zum Finish. Wir haben hier ein natürliches, mattes Finish. Ja, Leute, das sieht auch sehr nice aus. Kann ich an dieser Stelle auch nochmal einen Daumen hoch geben. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Also wenn ihr das Produkt wirklich rückstandslos aus den Haaren heraus haben wollt, dann benutzt auf jeden Fall Shampoo. Ansonsten wird es schwierig. Und zum Preis, die Texture Paste Box o' Bollocks von Evo bekommt ihr für 25 Euro. Bei Amazon aktuell, beim Hersteller, wenn man es dort bestellt, kostet es 34 Euro. Also auf jeden Fall im höheren Preissegment. 25 Euro kann man für dieses Produkt auf jeden Fall noch zahlen. Aber alles, was darüber hinausgeht, finde ich ein bisschen zu teuer. Kommen wir zum Fazit. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Also ich kann das Produkt auf jeden Fall auf Grundlage der Performance-Punkte, Styling, Halt und Finish weiterempfehlen. Das Produkt ist gerade für Leute geeignet, die auf jeden Fall Textur in den Haaren haben wollen, einfach auch ein bisschen Probleme haben mit dem Halt und nicht unbedingt auch noch einen Haarspray verwenden möchten. Also für die Leute ist dieses Produkt auf jeden Fall eine Option wert. Totale Punktzahlen. Die Texture Paste Box o' Bollocks bekommt 37,5 von möglichen 50 Punkten. Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarstyle.